So sorry. Good morning, everybody. Okay. Ich möchte mich auch hier im Namen von Benjamin Punzaklin ganz herzlich bei Shime Rinpoche bedanken, dass er ganz kurzerhand hier unerwartet ganz schnell hier reingekommen ist und Benjamin Punzaklin besucht hat. Dankeschön. Surprise visit, also good news for then Jimmy Rinpoche coming here, and so we are very overjoyed that he just paid this completely unexpected visit to Benjamin Punzaklin. Many thanks. We do dedication. Yeah, come in, see the rhythm. Yeah.
we will pray for your good health and good practice and good for everything. Sincere. Vielen Dank, und ich werde Wünsche machen für unsere gute Übung, für unsere gute Gesundheit und überhaupt für alles Gute. Wirklich. And many of you as a student of the very close to Tengel, would say. And so your responsibility is to listen his teaching and his instruction, and then you have to do his long prayer, long life for his long life. And for good health, because he's now getting old, and so he's physically not that well. So your duty is now to pray for his long life and for his good health, and that he can turn the wheel of Dhamma endlessly. So I think he will do. I think he will do. But it's up to you. Your responsibility is to pray for him. Yeah. Ja, wir sind hier, bin ich überzeugt von, auch Schüler von Jabdi Tengpa Rinpoche. Und es ist die Zeit jetzt, wo wir uns auch darauf konzentrieren sollten, Wünsche zu machen, dass er ein langes Leben hat. Er ist schon im fortgeschrittenen Alter und seine Gesundheit ist nicht die allerbeste. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch unser Herz darauf richten, hier ihn zu bitten, noch lange, lange zu bleiben und dass seine Aktivität unaufhörlich, unendlich sei. Er wird es sicher tun, da bin ich ganz sicher, aber es ist unsere Verantwortung, darum zu bitten. So, if you do pray for the Simeon, which is also a long life and a good health, because he's also quite old. Quite old, but still very, very strong. No, but he needs your prayer also. Wir bitten auch das lange Leben von Chimilamuji zu richten. Er ist zwar noch in so ganz guter Verfassung, aber doch schon auch fortgeschritten. Halt nicht mehr so ganz taufrisch. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir unsere Bitten darauf richten, dass er möglichst lange noch leben und wirken kann. Thank you. All right. So that's it. Very nice. I watched it there.